Die Radiofrequenzablation der Schilddrüse ist eines der thermoablativen Verfahren, ist ein relativ neues Verfahren. Relativ heißt, seit 2012 wird das an der Schilddrüse auch angeboten. Hier wird eine Sonde in einen Knoten gebracht, über die, speziell in der Radiofrequenzablation reden wir hier, Strom angebracht wird, und über das Stromaussenden im Gewebe entsteht eine Hitzeentwicklung und damit wird eben Gewebe verödet und der Knoten so ablatiert, das heißt so weit bearbeitet, dass er schrumpft und narbig aushält.